Es ist noch keine 5 Monate alt und wird bereits wieder in Frage gestellt. Hintergrund sind die Mehrkosten für das Deutschland-Ticket im kommenden Jahr. Die Bundesländer machen Druck und jetzt auch der Städtetag. Das Bundesverkehrsminister Volker Wissing, die Finanzierung des Defizits ab 2024 über den bisherigen Bundesanteil von 1,5 Milliarden Euro hinaus und weitere Gespräche mit den Ländern ablehnt, ist absolut inakzeptabel. Ohne finanzielle Garantien von Bund und Ländern steht das Deutschland-Ticket vor dem Aus. Die Gewerkschaft Verdi und Umweltverbände fordern ebenfalls eine dauerhafte und verlässliche Finanzierung, auch weil der Verkehr eines der großen Sorgenkinder beim Klimaschutz ist. Damit würde Herr Wissing natürlich seine einzige erfolgreiche verkehrspolitische Maßnahme wieder begraben und gleichzeitig lenkt er völlig ab von der wirklich relevanten Diskussion. Wir brauchen pro Jahr 20 bis 25 Milliarden mehr für den ÖPNV. Das heißt, die Summe, über die wir jetzt mit dem Deutschland-Ticket diskutieren, ist winzig im Vergleich zu dem, was wir brauchen, um den ÖPNV ordentlich auszubauen. Aktuell teilen sich Bund und Länder die jährlichen Kosten von 3 Milliarden Euro. Die Verkehrsunternehmen erwarten im kommenden Jahr aber weitere Kosten von mehr als 1 Milliarde Euro, unter anderem für den Vertrieb und die Digitalisierung. Dafür stellt Wissing in diesem Jahr Geld zur Verfügung, nicht aber für 2024. Der Verkehrsminister hat die Länder aufgefordert, die Zahl der Verkehrsverbünde zu verringern und so Geld für das Deutschland-Ticket einzusparen.